nehmen Sie sich einen Anzug. Ihre Treten Sie an den Tisch heran. Es ist den Gang dort. Danke. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wald geht. Entspannen Sie sich. Lassen Sie den Jungen los. Ey. Ich sage Ihnen das Freundchen. Alter. Schlagstock. Sehr gut. Bit, 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 bit. Komm. Aber nicht wieder springen. Ich hab gesagt, nicht wieder springen. Was? Wo? Mann! Das erklär mir mal einer. Das waren jetzt 12 Schuss und ein guter Schlag, oder was? Hier, Pip-Boy. Ih, den hatte ja schon mal einer getragen. Ja, alte Proletenarmbanduhr. Ich finde das Spiel gerade sehr, sehr geil. Wir sehen das Tageslicht. Willkommen in Folge 3. Na Matze, wir spielen Fallout 4. Und wir können aus dem Bunker raus. Muss gestehen, ich war eben gleich gerade schon mal ganz kurz oben. Name das alles fertig. Da ist mir das Spiel das erstmal abgekackt. Ich weiß nicht, wo ganz lag. War jetzt nicht ganz so toll. Aber, wurde ja gerade gut gespeichert. Und sollten wir hinkriegen. Habe ich jetzt aber schon mal verraten, oben sieht das nicht ganz so wohnlich aus, sagen wir es mal so. Ja, das ganze Spiel sieht schon geil aus, finde ich. Also, viel haben wir ja noch nicht gesehen, nur da unten in den Katakomben. Klassische Radiosender haben wir gefunden. Habe ich eben schon mal gemacht. Oh, die Sicht, die wird klar und scharf. Nehmen wir lieber meinen Knüppel zur Hand. Man weiß ja nie. So, und jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stand wie vorhin. Ich soll nach Hause gehen. Inventar kannst du Gegenstände zu Favoriten machen. Haben wir ja schon, brauchen wir nicht. Wir gehen mal nach Hause. Lokale Karte, Schnellreise. Brauchen wir alles nicht. Da gehen wir zu Fuß hin. Obwohl, hier können wir auch die Knarre mal nehmen. Aber sieht das nicht geil aus? Von der Grafik meine ich. Also wohnlich ist es hier jetzt ja nicht mehr, aber... Die Kollegen haben es alle überstanden. Right away. Schutzmittel. Geht erstmal nicht mehr auf. Raumschlüssel nehmen wir auch mit. Ordner, ganz wichtig. In der Apokalypse, wer da keinen Ordner hat, der ist so gut wie tot. Wir müssen, glaube ich, in die... Ich glaube, ich muss doch nochmal auf die Karte gucken. Eben ist er mir abgeschmiert, als ich auf die Karte gucken wollte. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen vorsichtig.
Na, die Karte ist aber wirklich sehr lokal. Wir müssen quasi nach links gehen jetzt. Darunter. Machen wir auch mal. Gut, ich das mal an. Also. Grafikeinstellungen habe ich noch gar nicht geguckt, aber ich denke mal, das geht so klar. Wir haben Schatten und. OBS riecht sich auch noch nicht irgendwie auf, dass hier irgendwie was überlastungstechnisch oder sonst was. Also. Es klappt schon. Ach ja. Spring mit Y, das muss ich mir echt noch beibiegen. Da liegt doch. Den Tischventilator will ich nicht. Ah, da ist Gramm. Whatever. Und gucken. Kaffeekanne. Patronen. Patronen sind wichtig. Aschenbecher. Wir haben schon Zigaretten mit, da müssen wir auch einen Aschenbecher mitnehmen. Weil sonst noch was? Cool, können wir uns wieder hinsetzen. Der Kollege hat überhaupt nichts dabei. Hier liegt aber auch. Oh, guck mal, der backt nicht in eine Wand rein, kein gar nichts. Also. Finde ich schon sehr gut. Was mit dir? Alter Hungerhaken? Wir können mal eben hier schnell speichern. Einfach nur für die Sicherheit. Werde ich am Anfang jetzt auch öfters machen. Ich weiß ja nicht, woran es jetzt lag, dass er abgekackt ist. Bloß, dass wir nicht immer kilometerweit rücklaufen müssen. LS, um zu springen? Achso, um zu sprinten. Warum soll ich denn hier sprinten? Ach, die kennen wir doch noch. Glaube ich. Den Weg sind wir in Folge 1 gelaufen. Als das hier alles so ein bisschen bergab ging. Große Panik. Aber da sah es hier echt noch so ein bisschen gemütlicher aus. Sollen wir jetzt schon mal abseits der Wege gucken? Ich glaube erstmal nicht. Ach so. So heißt das Kaff hier. Cotsworth! Ja, ich drücke ab und zu diese Watts-Taste. Nein, zur Sicherheit für Sachen, die ich jetzt nicht sofort sehe. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ist es? Du bist es wirklich. Heißt das nicht sie? Cotsworth! Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Ah, wo böses ist Thema. Ihre bessere Hälfte überhaupt? Kann nicht tot sein? Haben wir doch selber gesehen. Wir haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Junge, der Roboter, der hat aber auch nix hier an Taktgefühl oder so. Er ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Das ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas. 200?
200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Wahnsinnig witzig. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man denkt. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gewonnen. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Atomaren Fallout. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus anzustauen. Das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, ja, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ach, Mensch. Danke, Cotsworth. Dankeschön. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Kommen Sie, Sir, das schafft ihr. Wir haben offenbar entschieden, dass wir der Mühe nicht wert sind. Hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Wahnsinn! Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Bewegung? Ist das geil. Hervorragend! Kämpft ihr! Da bleibt der Beule. Können ja auch von allem Fleisch mitnehmen, kann das sein? Sir, was? Ist deine Familie auch nicht? Sie ist wirklich faul. Ja. Echt jetzt? Mal irgendwo was Brauchbares? Nehmen wir mit. Warum auch immer. Die Kürbis brauchen wir nicht. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich lese ihn einfach mal vor. Ein Teil dieser Sendung wurde euch präsentiert vom Mega Surgery Center. Jetzt neu im Angebot. Plastische Chirurgie.
denn nur Perfektion ist gut genug. Ray Smith ist right behind you, Baby. Also, sein Lied heißt so. Er ist nicht wirklich hinter euch. Ich wollte... Tut mir leid, ich wollte niemanden erschrecken. Und jetzt eine Postbotenmütze auf? Na, das sieht ja mal richtig kacke aus, aber Mucke finde ich geil im Spiel hier. Komm, da können wir auch mal zum... Sir, Ihre Frau und der kleine Sean. Ja, komm. Wir gehen mal in unser altes Haus, würde ich sagen. Kommst du mit? Hey, Cotsworth. Sir. Was? Was, Sir? Sir, Ihre Frau und der kleine Sean. Ja. Sie sind nicht hier. Ich weiß. Was soll ich jetzt machen? Haben wir hier? Und mit Cotsworth die Nachbarschaft ab, ja. Bin ich ja bei. Mal, kommen wir da irgendwie raus? Da ist doch was, oder? Geh mal in den Garten. Barbecue. Also Kotzi, wenn du nicht willst, ich gehe jetzt mal eben ins andere Haus. In unser Haus. Müsste ja... War das das hier? Hatten wir ein rotes Sofa? Perfekt! Geil. Mag Comics. Rotkasten nehmen wir mit. Salzstreuer, Pfeffermühle, wird brauche ich glaube ich nicht. War das hier unsere Hütte? Ich glaube. Geil. Sonnenbrille. Da war das Kinderzimmer. Ich komme, Kumpel. Wollen die haben den doch entführt. Und dann wurden wir nochmal eingefroren. Der kann ja jetzt quasi schon 50 sein oder was weiß ich was. Wir wissen ja gar nicht, wie lange wir danach dann noch wieder in diesem Kälteschlaf waren. Hier was? Leere Milch, na klar. Im Kühlschrank ist immer leere Milch. Was ist bei den Nachbarn los? Hundenapf. Wir nehmen. Komm, wir nehmen noch Hundenapf mit. Was ist das? Kaugummi.
Moment mal, ganz wichtig, wir haben doch Inventar, Kleidung, Sonnenbrille gekriegt. Die muss natürlich auf. Hätte ich doch mal eine Haarklammer. Eine Haarklammer? Wo soll ich die denn jetzt herkriegen? Dann müssen wir uns merken. Da ist ein Safe bei den Nachbarn. Ich habe schon immer gedacht, dass die Kohle haben. Wäre schön, wenn wir mal eine Haarklammer finden hier. Fleisch und Bohnen. Nehmen wir die leere Milchflasche vom Nachbarn mit. Hier noch was drin. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht durch jedes Haus durchrennen, oder? Theoretisch. Hat ja eben so eine Fliege gehört. Hey, ein bisschen Kohle. Hongkong ist hier die Währung für alle, die dies nicht wissen. Blechdose, auch hochwichtig. Für alle die, die viel mehr Sachen sehen als ich, nicht aufregen. Man kann auch mal was übersehen. Waffenwerkbank. Haarklammern. Klebeband. Schlosserhammer. Ah, wir haben Haarklammern. Da gehen wir doch gleich nochmal. War das das Haus? Was? War das hier mit dem Safe? Ja, das war unser Haus, ne? Ah, ich habe auch Gedächtnis wie so ein Sieb. Hier war das auch, oder? Ich glaube, hier war das Safe drin. Da. Auch nicht? Ach, das waren die auf der anderen Seite. In dem gelben Haus. Die Nachbarn mit dem Safe, der war doch hier irgendwo, oder? Da ist der Safe. Bewege deinen linker Stick mit rechter Drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig. Ach so, das ist wie bei Skyrim. Aha. Bei Skyrim fand ich das schon. Cool. Ach nee, da. Was ist Buffert? Eine Impro-Pistole. Rotpatronen. Sehr geil. Und Vorkriegsgeld. Alles rum. Dann können wir eigentlich. Moment mal, probieren wir nochmal eben. Wo ist denn unser Inventar? Waffen, da. Die Impro-Pistole. RB. Achso. Die sieht aber wirklich sehr improvisiert aus. Ist sie stärker? Schaden 13.
Schaden 18, nee, ist er nicht. Komm, bleiben wir hier. Ich glaube, dann gehen wir mal wieder nach Cotsworth zurück. Ich brauche deine Hilfe. Sieht der Scheiße aus. Kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind... Ja, die Leute. ...ganz so beherrscht wie ich. Was ist los? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Cotsworth. In Concord muss es jemanden geben, der Ihnen helfen kann. Gehe ich da doch mal hin. Vorher möchte ich mir gerne noch mal eben kurz die Werkbank angucken. Vielleicht können wir da schon irgendwelche Sachen machen. Mensch. Waren das noch? Hier war die, ne? Power-Rüstungsstation. Genau. Fehlt uns ja nur diese Power-Rüstung. A-Klammer. Psycho. T-Shirt und Hose. Und zwar nur... Hä? So. Wollen wir uns dann mal so ein bisschen... Das ist nicht mehr ganz so offensichtlich, wo wir jetzt herkommen. Und... Postbotenmütze. Und bitte weg. Perfekt. Ein unglaublich hübscher Kerl. Gibt es hier noch was abzugreifen? Was ist das? Wir nutzen Ölkanister. Nee. Nee. Wir müssen auch nicht wirklich jeden Dreck mitnehmen. Was gibt's hier? Bewerten. Modifizieren. Da können wir. Aha. Modifizieren. Einen dazu haben für diesen Komfortgriff. Visier, Leuchtvisier. Ein Visier wäre mal was. Kleber. Machen wir doch. Komm. Bauen wir auf. Was macht das besser? Das Gewicht. Machen wir auch. Das haben wir, dann können wir den Griff, können wir nicht mehr, da fehlen uns jetzt mittlerweile Sachen für. Wir haben, glaube ich, keinen Kleber mehr oder so. Ja, verlassen. Ah. Fettes Teil.
Wir gucken noch mal eben auf die Karte. Nee, falsch. Da war... Nein, da war sie nicht. Da war sie. Und wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Daten da. Aufgaben da. Sieh dich in Concord um. Ach so. Alles klar. Kriegen wir hin. Das müsste auch irgendwo diese Richtung sein. Da unten wird es angezeigt. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich besser, anders oder sonst wie machen könnte. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Fallout 4 spielen. Euer Matze sagt Tschüss.